Hallo und willkommen zum zweiten Video aus Mannheim bzw. diesmal Ludwigshafen. Wir sind am Südweststadion für eine sehr bestimmte Sache und die hat was zu tun mit den beiden Gleisen, die hier nach rechts abweichen. Und zwar geht man rechts um die Ecke, findet man das hier. Also eigentlich ganz normal, eine Straßenbahnstation, Südweststadion. Aber wenn ihr genau hinschaut, hier gibt es keine Linie und ein bisschen weggekratzt steht da sogar kein Einstieg. Was hat es damit auf sich? Darum geht es in diesem Video. Und hier nochmal der leere Fahrplan. Und dazu müssen wir einmal die Strecke hier entlang gehen und währenddessen zeige ich euch mal, wo ihr das auf der Karte findet. So, hier seht ihr jetzt das Liniennetz von Mannheim in grün und von Ludwigshafen in blau. Und wir befinden uns in Ludwigshafen und zwar genauer gesagt an diesem Linienast hier am Südweststadion. Ich zoome ein bisschen dran und zwar ziemlich genau in diesem Bereich an dieser Haltestelle. So, und nach einem doch recht langen Fußweg entlang dieser Bahn, nebenan ist eine Straße, kommt man hier hin. Und ihr seht, es geht hier sogar in den Tunnel rein. Also, ich denke mal, da vorne um die Ecke ist eine Station und da können wir uns dann anschauen, was es damit auf sich hat. Direkt neben dieser Tunneleinfahrt ist übrigens der Hauptbahnhof Ludwigshafen. Weswegen hier vorne die Station auch Ludwigshafen Hauptbahnhof Ostausgang heißt bzw. hieß. Und hieß ist das richtige Stichwort, denn hier ist keine Haltestelle mehr. Ihr seht dort ein Schild, Haltestelle außer Betrieb. Es ist gesperrt, trotzdem hat es einer geschafft, seinen E-Scooter darunter zu bringen und sein Kissen dahin zu legen. Ja, das ist die ehemalige Strecke mit dem ehemaligen U-Bahn-Tunnel von Ludwigshafen, der 2008 stillgelegt wurde. Wir schauen uns noch weitere Teile der Strecke an. Aber warum wird er eigentlich stillgelegt? Dazu hier ein bisschen Hintergrundgeschichte. 2008 hat Ludwigshafen ein neues Straßenbahnliniennetz bekommen und im Zuge dessen wurde die Strecke vom Südweststadion, wo wir uns gerade befanden, bis Ludwigshafen Hauptbahnhof stillgelegt. Das heißt, dieser hier in Rot eingezeichnete Bereich existiert seitdem nur noch als Betriebsfahrstrecke und für Umleitungen. Der Grund für die Stilllegung liegt wahrscheinlich darin, dass Kosten eingespart werden sollten. Außerdem befindet sich diese Strecke und auch der anschließende Tunnel, welchen wir später auch noch erkunden werden, nicht in der Innenstadt von Ludwigshafen, sondern nördlich davon, sodass die Lage dieses Tunnels nicht sehr sinnvoll war, um eine regelmäßige, starke Frequentierung zu erhalten. So, wir sind jetzt am Hauptbahnhof draußen und ihr seht, Zugleis 4 ist weggemacht worden hier. Und warum? Das schauen wir uns gleich mal an. Wir sind unten und ihr ahnt das schon aufgrund der Veranlagung dieses Videos. Gleis 4 ist natürlich das Gleis, was hier mit der Strecke nach rechts zum Ostausgang führte, was nicht mehr genutzt wird, weil da keine Bahn mehr fährt. Von hier bis zum Südweststadion, wo wir vorhin angefangen haben. Die Strecke ist allerdings noch in Benutzung für Umleiterfahrten, Einsatzwagen und so weiter. Die halten aber nicht an der Haltestelle Ostausgang, wo wir vorhin waren, können aber theoretisch hier noch an dem Bahnsteig halten, um dort rauszufahren. Ihr seht, der Bahnsteig ist auch wieder verbunden mit den anderen Gleisen, die hier links sind.
aber ja, er wird nicht mehr genutzt, weil, wie ihr schon erfahren habt, die Strecke ja stillgelegt wurde. So, von hier ging der Tunnel aber noch weiter auf einem zweiten Abschnitt, der nicht mehr befahren wird und auch ja, langsam zurückgebaut wird. Shame on you, Ludwigshafen. Der zurückgebaute Abschnitt verband den Hauptbahnhof Ludwigshafen mit dem Rathaus und einer Tunnelausfahrt im Norden, kurz vor BASF, um hier einen durchgehenden Tunnel unter der nördlichen Innenstadt zu haben. Dazwischen gab es noch einen Bahnhof in diesem Bereich hier, den wir uns auch später noch anschauen. Übrigens ist hier zwar ein U-Bahnhof, aber die Gleise gehen relativ schnell wieder aus dem Tunnel raus. Der einzige Tunnel, der länger war, ist der, der jetzt weggemacht wurde. Und da hinten sieht man sehr gut, wie erstens von links die Bahn dazukommt und rechts ein Tunnel weitergeht. Und jetzt schaue ich mir das gleich mal von der Bahn an, ob man da was sehen kann, wenn wir rausfahren. Auf der anderen Seite seht ihr aber auch geradeaus die Schienen. Ging weiter. Ihr seht an dem roten Signal vorbei, da liegen Schienen und da hinten ist ein geschlossener Tunnel. Das ist die zurückgebaute Strecke anscheinend. Ja, wir gucken uns aber noch den letzten Abschnitt an, denn es gibt noch einen Bahnhof, der stillgelegt wurde und einen Bahnhof mit einem stillgelegten Gleis und die Tunnelausfahrt. Und bevor wir uns diese drei Sachen angucken, zeige ich euch noch die zurückgebaute Tunnelausfahrt, die den Tunnel mit der Strecke nach Norden verband. Und zwar hier. Und auch hier sieht man mit ein bisschen Ranzoom einen oberirdischen Abschnitt, den ich mir im Folgenden angeschaut habe. Hier ist der Ausfahrt vom Tunnel und ihr seht nach links ein Gleis, was nicht mehr angeschlossen ist. Und da drüben abmontierte Gleise. Das ist natürlich die Tunneleinfahrt, wenn man am Hauptbahnhof vorbei auf den nördlichen Teil der stillgelegten Strecke wollte. Und ihr seht, auch wenn hier schon einiges abmontiert wurde, die Strecke war zweigleisig ausgelegt. Und ist schon ordentlich zugewachsen. Naja, es ist ja auch 8 Jahre her, dass sie genutzt wurde. Und das ist schon irgendwie ein bisschen gruselig, sich sowas anzuschauen. Eine stillgelegte Bahnstation, also Bahnlinie von der Straßenbahn. Es ist ja nicht von der Deutschen Bahn oder sowas stillgelegtes. Es ist eine Straßenbahnlinie gewesen. So, und hier vorne ist die Tunneleinfahrt. Und die haben sie natürlich zugemacht, dass keiner unbefugt in den Tunnel reingeht. Disclaimer, auch hier solltet ihr eigentlich nicht sein, wo ich gerade bin. Ne? Wir schauen uns jetzt aber an, wo denn die nächste Station gewesen wäre. Und jetzt bin ich ein Stück durch Ludwigshafen gelaufen und an Danziger Platz. Da vorne ist er. Zu sehen hinter den Bäumen. Und irgendwo hier muss eine Bahnstation sein, die nicht mehr benutzt wird. Ah, ja. Na dann schauen wir uns das doch mal an. Die Unterführung scheint ja noch benutzbar zu sein. So, und da sind wir seit 2008. Sind hier anscheinend die Rollladen für immer geschlossen. Einmal da für eine Rolllade und für die andere Richtung da drüben. Ja, mit dem Schlüssel kommt man noch rein. Ich habe keinen Schlüssel. Ich arbeite ja nicht hier. So. Und ja, viel kann ich euch von dieser Station natürlich nicht zeigen. Es ist aber die zweite stillgelegte Station. Wir gehen jetzt zum Rathaus. Eine Station, die noch benutzt wird, mit einem stillgelegten Bahnsteig. So, nun sind wir am Rathaus, U-Bahn-Station. Die Quest geht aber noch weiter. Wo ist hier der Bahnsteig, der stillgelegt wurde? Diesmal ist er übrigens nicht geradeaus. Das ist der Zugang zum Rathauscenter, der logischerweise gesperrt ist. Aber ihr seht, da drüben geht Zugleis 3 und hier Zugleis 2. Gleis 1 fehlt. Wo ist das? Wir gehen mal runter. Und unten angekommen, sehr einzigartig für Mannheim und Ludwigshafen. Wir haben nicht nur diesen Mittelbahnsteig, dieses mittlere Gleis, wo
die Bahn sinnvoll fahren können mit Ausstieg rechts, weil ja überall die Türen nur rechts sind, sondern wir haben da hinten Gleis 4 außen und hier Gleis 1 außen. Da ich im Folgenden sehr lange suche, wo denn hier jetzt die fehlenden Gleise bzw. stillgelegten Gleise und die stillgelegten Bahnsteige sind, seht ihr jetzt hier einmal eine wegfahrende Bahn auf dem in Benutzung befindlichen Gleisen. Und wir skippen stattdessen zu dem Part, wo es dann wirklich weitergeht. Also nach circa, ich schätze, 10 Minuten Aufenthalt hier sind mir zwei Sachen aufgefallen. Erstens, auf der oberen Verteilerebene gibt es dieses zugemauerte Etwas mit einer Tür. Das sieht durchaus so aus, als ob hier mal ein Durchgang war. Und zweitens, auf der Bahnsteigebene gibt es hier an beiden Enden und auf beiden Gleisen jeweils ein zugemauertes Stück, was ganz klar so aussieht, als ob hier mal ein Eingang gewesen ist. Das wird dann der Eingang zu der Station hier drunter gewesen sein. Um sich die Tunnelausfahrt anzusehen, ist man am besten Straßenbahnfahrer oder macht es wie ich und filmt gegen die Sonne. Ihr seht da hinten das rote Signal. Und in der Mitte, direkt hinter dem roten Signal, geht eine Rampe runter. Da sind schon keine Schienen mehr. Das ist die Tunnelausfahrt bzw. Einfahrt von der stillgelegten Strecke. Und mit diesem Bild sind wir dann auch am Ende dieses Videos angekommen, wo es ja um die stillgelegte Strecke und Ludwigshafen ging. Ich beende das Video jetzt mit einem Shot aus der Bahn, wo man vielleicht noch ein bisschen von näher die Tunnelausfahrt sehen kann. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!